Läuft's aber, hä? Also für Leute, die keine Pause gemacht haben, weil jetzt 30 Minuten lang. Hallo, Floris. Hallo, bist du noch auf der Suche nach den Sachen? Nein, die habe ich eben eingesammelt. Meine auch? Es nimmt doch keine einhändige Waffen hier, oder? Du hast ja auch Sachen verloren? Ich bin runtergefallen und gestorben. Ich weiß nicht, ob es hier war oder woanders, es war auf jeden Fall oben. Also ich nehme... Nee, muss auf der anderen Seite sein. Es muss auf der anderen Seite sein. Was nimmst du? Ja. Ich nehme durchaus auch gerne einhändige Waffen. Nicht Nahkampfwaffen, aber... Ne, einhändige Nahkampfwaffen, die verkaufe ich immer. Deswegen habe ich auch ein paar Pixel gekriegt. Ja, ich habe alles bisher ganz brav in die Truhen gestopft. Die Klitsch können sich meiner nicht erwehren. Franz Kaulquap hat halt zu viel Martial Arts gelernt. Aber irgendwie habe ich meine Salben verloren, so wie es aussieht. Das finde ich seltsam, weil die sollten doch normalerweise auch noch irgendwo liegen. Ah, ich sehe dein Zeug, Floris. Wo denn? Hier. Oder ist das Franz Kaulquaps Zeug? Nee, ach, dann habe ich Floris Zeug eingesammelt und da drüben liegt jetzt meins. Das könnte natürlich auch sein. Das sieht so aus, ja. Ja, das sind nicht meine Sachen. Naja, wir werden es irgendwie auseinanderklamüsern. Erst teilen. Ach ja, hier unten liegt Essen und ja. Ding. So, oh, da ist wirklich ein Henker. Und der will kämpfen. Ist der blöd? Geht's dir doch zu gut? Du hast doch gar keine Chance. Warum stützt du dich auf den Kampf mit dem Fisch? Oh, scheiße. Wenn jetzt Freelance kommt. Wieso? Was ist los? Ich habe in der Guillotine gelegen. Oh, ich habe ein Drumkit gefunden. Kannst du das nochmal nachstellen? Aber nur für dich, ne? Für deine Zuschauer. Ich habe sogar gar keine Sachen dabei. Jetzt habe ich sie einstecken, okay. Na, die brauchen wir bestimmt für irgendwas. Wenn der Affe wieder zu viel Unsinn treibt oder so, hm? Also immer. Hm? Oh. Tatsächlich, da ist Zeug. Floris macht das aber clever. Floris hat auch guten Lehrer gehabt. Ja, eben. Jetzt hat er bestimmt auch meine 80 Salben. 20. Obwohl Salben. 20 nur? Achso, waren jetzt hier 20 Bandagen. Salben. Ich glaube, ich habe deine Salben aufgesammelt. Salben habe ich nicht. Nur die Bandagen. Aber Bandagen. Ja, Salben habe ich genug. Also, wenn du welche willst, Salben habe ich. Ich habe Bandagen, die sind besser als Salben. Nee, die sind bloß schneller. Ja. Sag ich doch. Combat Medic Chest. Silver Helmet. Aha. Aus hat sich ausgehasst. Der arme Hase, der sah so friedlich aus. Der mit ist roten immer noch Augen friedlich. Und weißem Fell. Der ist immer noch friedlich. Der ist immer noch. Er hat überlebt. Da braucht man die heilige Handgranate. Von Antiochia. Genau. Oh, ein Händler. Der lebt ja fast wie Franz Kaulquap. Ich mag diese Überraschungsboxen. Holz. Was ist das denn? Igitt? Das hat mich angekotzt. Hat es einen Bart? Nein, es hatte einen großen gelben. Es hatte einen großen gelben Schnabel. Okay. Also ich habe sowas Großes vorhin auch schon mal erlegt. Lalalalalala. Oh, und guck dieses mal. Wurzelgemüse, das kann man auch scannen, genau. Aber ist das böse, dass die da im Vordergrund dann welche weggelassen haben von diesen Holzplatten? Ja. Damit du ja schön reinfliegst, ne? Oh. Au. Wasser erholen wir vom Wasserplaneten. Ich habe ein Silicon-Board gefunden. Cool. Und Batterien. Ich habe eine Kiste gefunden, die du stehen gelassen hast, weil ich nehme sie mit. Weil so eine Hightech-Chest, die kann man ja auch immer gebrauchen. Gell, China? Schon wieder dieser Vogel. Ugh. Der kotzt rot. Warum? Das ist ja Blutkotze. Blödidödidam. Oh, da gibt's wieder Bananen. Das ist gut, da brauchen wir noch viel mehr Samen. Habe ich abgebaut. Sehr schön. Ich meine, natürlich, du bist der Apex, du musst das abbauen, du kannst das nicht stehen lassen. So, auch immer schön hier die Gräser scannen. Ja. Und wie war das? Es gibt ein Achievement, wenn man 100 Vögel abschießt, aber ich glaube, das habe ich bestimmt schon. Da hat jemand Arvis Mingo stehen lassen, das geht doch nicht. Das ist eine der hochwertigsten Pflanzen, die es gibt. Aus denen kann man dann nichts machen. Doch.
Was kannst du denn aus denen kochen, außer Saft? Das musst du wahrscheinlich erst noch lernen, aber da gab es, glaube ich, schon so diverse Fruchtsalate oder sowas, ne? Hab ich keine Ahnung, was du Razor, meinst. Einen wunderschönen guten Abend. Die Arvis Mingo, guten Abend auch von mir. Hallo. Ja, aber keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Ja, das sind diese roten Früchte. Die aussehen wie ein Schild. Die erst orange sind, wenn sie am Busch hängen. Oder so. Die mit den 100 Geschmäckern. Hier schneit. 100 different flavors. Okay, das Viech war friedlich, das ist mir aber egal. Ich glaube, ich habe das Floresdorf gefunden. Das Floresdorf. Achso, ich habe mein eigenes Dorf, dann bin ich zu Hause, dann habe ich das Spiel durchgespielt, ne? Ja, die reden mit mir, die sind freundlich. Also bitte nichts abbauen. Ach, wenn man geschickt, das sind ja aber ganz andere Töne, wie man sonst von dir gewohnt ist. Geht das, keine Sorge. Also, ich habe schon ganze Dörfer ausgeräumt, die waren immer friedlich. Danach, ja, weil dann keiner mehr gelebt hat. Nein, sie haben alle ganz brav gelebt. Ich habe auch ganze Bogen ausgeräumt, ohne einmal beschossen zu werden. Dann hat solche damals irgendwas falsch gemacht, hä? Immer darauf achten, dass die Türen zu sind. Ja, Sachen ausrauben ist was anderes als. Ich meine auch. Nicht ausrauben. Ich meine auch komplett abbauen. Oh, es hat Pollen verloren. Aber das ist ein interessantes Floranadorf. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Das sieht eher aus wie, als würden sie leben wie die Hobbits. Ah, so kleine Türen unten dran und so. Ah, und da kriegen wir auch schon die ersten Scannergebnisse, die wir brauchen. Sehr schön. Achso, kriegt ihr meine mit? Nein, aber ich war jetzt vorne am Eingang, hab gescannt und das. Ja, da oben war das Starte zum Beispiel auf dem Eingang. Ja. Dieser Ort ist mir unheimlich. Ich finde, wir sollten hier nicht zu lange bleiben. Ja, lauter Floraner. Ich glaube, die Einwohner sind nicht höflich. Wenn ich jeder alles zu Hause. Wenn die Quest erfüllt ist, dann bauen wir hier alles ab. Okay, das mochten sie nicht, aber sie haben mich nicht angegriffen, anfänglich meckern sie erstmal bloß. Okay, man darf sich einfach nicht mehr erwischen lassen. Ich mach die Tür zu und dann können wir da. Oh, da ist eine Quest auch noch. Nee, die nehme ich jetzt nicht an. Ich glaube, das wäre sonst zu viel hier drin. Also in solchen Dörfern kann man sich auch tot questen. Ja. Aber so kann man Crewmitglieder für seine Schiffe bekommen. Und manche guten Items, wenn man halt Glück hat mit der Belohnung für die Quests. Und alleine sind einige ganz schön schwer. Ja, manche schon. Das habe ich leider auch im Singleplayer bemerkt, aber das hat solche bestimmt eh schon gesehen. Gerade so die Dark Knight Sachen. Was ist die Dark Knight? So. Nein, hier war kein Pelz. Der wäre fast wichtig gewesen, hat den jeder gescannt. Der war blau. Nein. Wo denn? Ach so. Deswegen sage ich ja erst alles scannen und dann. Aber da war kein Pelz. Okay, ich bin fertig. What? Ich hab's voll gekriegt. Der Floraner will schon eine Quest mit mir anfangen. Ja, nicht nur mit dir. Ein bisschen fehlt noch. Oh, das ist so ein Ding für den EPP. So ein. Hat der da überhaupt einen Platz? No Augment Insert. Okay, was ist das für ein Augment? Hier. Electric Resist Augment. Okay. Ich würde gerne da lieber so Licht rein. Dann brauche ich keine Dinger mehr. Ich habe ein Buch gefunden. Eins scheint es jetzt noch zu sein, was fehlt. Ja, wir sind noch nicht ganz durch. Aber fast. Ach, da ist ja sogar ein Floraner im Käfig drin. Oh, Moment, aber da ist wieder rausgesprungen. Da stellt sich da freiwillig rein. Ist das so ein Running Gag bei deinem Volk, Floris? Wo soll ich das wissen, was hier die lokalen Bräuche sind? Ich komme nicht von hier, ne? Stimmt. Richtig, ausladen. Das hier ist das Dorf. Und du kommst aus. Ja, hier sind bloß Primitive. Das ist genauso wie bei Glitch. Okay, ja, zum Glück gibt es von den Hilotten keine Primitiven. Fertig gescannt. Warum machst du sowas? Weil es kann. Warum stelle ich solch eine blöde Frage? Das weiß ich nicht. Vielleicht war auch das wieder eine blöde Frage. Sperr an Wand.
So, okay. Ach, warum blendet mir Steam jetzt neuerdings? Ach, wenn sich selbst updatet, verstellt es bestimmt die Einstellungen. Weil ich wenn kriege jetzt eingeblendet, wenn jemand was spielt und das ist ein bisschen blöd. Das habe ich gestern ausgeschaltet. Ja, dann muss ich auch wieder ausschalten. Ich krieg's weiterhin, aber es wird nicht aufgenommen. Das ist sehr praktisch. Aber ich du hast wahrscheinlich eine Spielaufnahme und eher die Bildschirmaufnahme, oder? Ja. Ja. So wir haben ja unterschiedliche Aufnahmeprogramme. Echt? Mit was nimmst du auf? OBS nimmt er auf, ne? Ja. Ja. Du? Aber an OBS werde ich mich eh demnächst nochmal dran setzen. Oh, da ist eine Truhe. Weil wegen Streamen und so weiter und Plugins. Irgendwer wird da gerade von dem Vogel und... Tschüss da unten! Also irgendwer hat gerade nicht aufgepasst. Ach, ich komm mit, wenn's alle machen. Okay, also mein Scan-Auftrag ist vorbei. Das ist gut. So, die Pfähle, die angespitzten, abscannen. Geh weg, du Seutberg-Maulwurf! Warte mal kurz, oh! du hast doch Speere, oder? Nein, ich habe Speere und ich liebe sie. Wie viel Schaden macht denn dein Speer? 12,7. Ich habe hier einen mit Rocket Spear 12,1 mit Eis oder einen normalen Specialist Flurry, also das, was du hast, mit 13,3. Ja, den hätte ich gern. Machen wir denn hier so einen Stress? Die mögen uns nicht. Warum cool nicht? Cool. Das sieht aus wie so ein Essstäbchen. Irgendwie. Ach. Hat da jemand einen Quest angenommen oder sind wir zufällig hier? Ich habe nichts angenommen. Ich auch nicht. Nur ach, da ist nicht der große Spuckvogel. Vom Händler hatte ich eine Quest angenommen. Aber der wollte hier gucken, ist ein Lager von denen. Oh, ich habe eine rote Taschenlampe gekriegt. Wow. Ja, du hast doch meine verloren. Jetzt hast du wieder. Die blaue ist viel besser. Weil die leuchtet blau. Oh, das sind noch ja, solche. Das sind Freunde von deiner Spezies. Also, ja. Ah, Tomaten. Huch. Das war nicht ich, der die Flaschen kaputt gemacht hat. Nein, ausnahmsweise. Ich hab kaputt gemacht. Ich lass sowas nicht stehen. Oh, hier sind Tomaten. Hm. Vogel! Du hast doch einen Vogel. Nee, der haut gerade ab. Die gehen hier durch und hauen alles weg. Der Vogel wollte sich nicht pieksen lassen. Aber wir sollten hier dann mal unter Tage gehen. Bin schon dabei. Erst wenn wir um den Planeten rum sind, oder? Das ist so ein Planet, wo man Titanium finden kann, hä? Ja. Sehr schön. Gut, dann ziehe ich mich. Ich gehe aber erst immer einmal um den Planeten rum. Ja, ich glaube, die Taktik habe ich früher auch oft genutzt. Weil es gibt auch erstens an der Oberfläche Titanium. Ja, aber da findest du so wenig in der Regel. Zumindest auf dem ersten Planeten. Ach, die können ja durch Dingsbums gehen hier. Durch Erde. Das ist ja ganz fiese Methoden. Die sind nicht stofflich, also zumindest teilweise nicht. Wenn sie getroffen wurden, nicht. Gegen mehr. Vögel ist der Mist der Nahtwerfer. Ja. Gegen Vögel sind halt auch treffen, meistens, ne? Nahkampfwaffen recht gut. Nahkampfwaffen? Ja. Aber du besser drauf reagieren kannst. Oder die Pistolen, die funktionieren auch gut. Okay, das ist gescannt. Gescannt oder gescammt? Gescammt. Achso, okay. Hätte mich schon gewundert. Green aus. Wieso sind hier Rohre in der Wand? Falls. Ups. Ich musste mich da irgendwie hochbauen. Da nimmt er die teuren Rohre, ne? Ich hab nichts anderes. Das andere ist alles zu Hause. Deswegen nimmt man Holz mit. Und Flores hat jetzt von mir bestimmt noch 600 Blöcke dabei. Okay, ich hab noch's vergiftet. Ja, super. Ja. Da stellt man sich einmal neben dich, du. Ja, die anderen haben sich nicht getraut, das Ding aufzumachen. Das lohnt sich meistens nicht. Ist meine persönliche Meinung. Man will die Dinger mache ich auch nie auf. Hört das dann wieder das auf? Das Risiko hier ist zu groß. Lalalalala, Versicherungsbetrug. Ich bin jetzt unter der Erde unterwegs und hab den Lotte hinter mir. Ich hab eine Lottestätte gefunden. Ah, und ich fang gerade an zu singen und will mich hier. Plünder oh mein Sie. Gott, das ist eindeutig Hylottel.
Oh, das plünder sie. Unter Wasser? Nein. Über Wasser? Sowas gibt's? Ich meine, okay, ja, da gibt's ja auch diese Häuser, ne? Diese Spukhäuser und Kram. Ja, genau, es ist ein Spukhaus. Ah. Oh. Ach so. Die sind ja überwiegend unbewohnt. Aber es ist ein Spukhaus. Ja, eindeutig, ich werde gerade angespuckt. Da hatte ich doch in der letzten Aufnahmesession so einen Spaß mit, als ich irgendwas gesucht habe. Hier muss abgebaut werden. Und später brauchen wir es vielleicht auch zum Scannen. Dann haben wir es schon daheim. Ich bin unterwegs mit Freelance, die riecht nach Öl. Und das ist gut so. Na, 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 na. Nein, du bist nicht mit mir unterwegs. Ornate Flooring. Und auf dem gleichen Planet. Learn to craft. Los, das ist gut. Unterwegs. Und dann ist noch der Uke, der macht morgens immer Uka Buka und sagt, das wäre sein Frühsport. Blöde Katze! Ach, ich glaube, das ist jetzt... jetzt fällt bei mir der Groschen, was der Jollum da mal gemeint hat mit diesen Katzengeistern. Natürlich, klar. Jetzt weiß ich. Konnte ich die vergessen. Ja, die sind voll nervig. Au. Wer auch immer es war, es geschieht dir recht. Nein. Gib dir gleich, es geschieht dir recht. Der Uga ist ja eigentlich, der ist ja lieb. Ja, siehst du, dein Hund im Hintergrund sagt auch schon, halt die Klappe. Wie kannst du das sagen, du Fleischpflanzerl? Der ist doch keine Bulette. Er ist eine Rennfrikadelle. Was ist denn hier los? Ah. Was ist denn hier bloß los? Alles blinkt. Ja, ist halt asiatisch. Geh in die Arcades und so. Ach, bist du. Muss auch eben schnell was essen. Esen. Blödes Kotzenviech. Kommst halt her. Deppertes. Haben sie die extra umprogrammiert, um sie so nervig wie möglich hinzukriegen, oder was? Sie jetzt extra noch wegfliegen, dann länger wegbleiben, aber trotzdem wiederkommen. Voll. Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist nicht okay. Franz findet das nicht okay. Nichts okay? Nicht okay. Nichts okay. Das ist voll Po-AA. Jetzt kommen Leckemäuse und dieser scheiß Cooldown, wenn man schnell auf die Waffe wechselt. Ja. Wenn ich ein Speer draußen habe, habe ich ein Speer draußen, verdammt. Nein, du musst erst warten, bis er abgekühlt ist, damit du ihn benutzen kannst. Wenn er nicht abgekühlt wäre, könnte ich ihn noch gar nicht in den Händen tragen. In den Flossen. Das versenkt mir doch meine schönen Schuppen. Ach, und hier werden jetzt, Dingsbumse in der Wand und ich habe vergessen, mir diese Pinsel zu bauen. Ich wollte doch noch ein bisschen was ausgraben. Egal, da habe ich irgendwann anders auch noch Zeit genug dazu. Jetzt hier nochmal raus teleportieren ist auch blöd. Vor allem, weil ich schon viel zu tief bin. Kann nie zu tief sein. Ach, du redest ja wie eine Ex-Freund. Piep. Wie weit sind wir denn eigentlich schon? Jetzt muss der Floris wieder zensieren. Ach, fast 19 Minuten. Ah. Fast. Dann muss ich nochmal eine kurze Pause machen. Schon wieder. Ja, ich trinke zu viel Cola. Oh, ich habe ein Radio gefunden. Und ich trinke zu wenig, deswegen sollte ich jetzt Rüstung, was trinken. Eine Rüstung, die kommt. Nee, das ist bloß eine Statue. Nein, Stand Armor. Also ja, das ist Deko, aber, oder? Ja, Armor Stand. Ja, das ist schon klar, aber... Ja, Hylotl Armor Stand. Da gab es doch auch den einen Rüstungsständer, den man als Schalter verwenden konnte, weil er einen versteckten Schalter eingebaut hatte. Das wäre aber, glaube ich, wieder eher was für Freelance, ne? Für so Burgumoyer und so. Och nö, muss nicht sein. Ja, damit. Ich dachte jetzt schon, du willst deinen Reichtum vielleicht öffentlich zur Schau stellen, um zu zeigen, wer hier dann die Queen ist oder wie. Es kann bloß eine geben. Tja, lieber das, alle 1000 Jahre wird eine geboren. Was ist unglaublich? Man sich gerade die Waffenbeschreibung durchzulesen und schwupp ist sie weg.
Was für eine Waffenbeschreibung? Ja, die du gerade eingesammelt hast. Ach so, die hier, da. Blöder Geist. Ich hab sie dir jetzt da hinten hingeschmissen. Nee, jetzt freue sie nicht mehr. Dann nehme sie halt ich wieder mit. Ich bin mein ekelhaft volles Inventar. Was findest du ekelhaft, wenn das voll ist? Ja, man kann nichts mehr einsammeln, aber abbauen. Musst halt ablegen gehen. Ich hoffe einfach, dass irgendwann ein Franz Korfkopf hinter mir herkommt und das einsammelt. Aber ich, wenn er das einer anderen Bein vorbeikommt. Ein Grab und ein Wandtattoo habe ich gefunden. Nicht das, was Wertvolles drin gewesen wäre, aber haben oder nicht. Diskussion. Ich finde es toll, dass man ja die Ärzte jetzt, also schon seit langem eigentlich, auch im Hintergrund findet. Da unten leuchtet was. Aber das scheint Hintergrund-Deko zu sein. Hier liegen ganz viele Sachen rum. Ja, ich kann nicht mehr aufsammeln. Also nimm du's mit. Du hast doch so schöne, starke Wurzeln, da kannst du doch viel mittragen. Jo, viel Spaß bei Just Cause 3, Rappner. Also bisher noch nicht wirklich Titanium gefunden. Seid ihr schon unter der Erde? Nö. Ich bin einfach mal runtergegangen, weil ich wollte auch mal bei irgendwas der Erste sein. Außer bei den Sachen mit der X-Bank. Ja. Hey, verspuckt. Das ist aber nicht nett. Ja, ich würde doch sagen, ich würd sagen, sei der Erste, der das durchspielt von uns Vieren, aber... Nee, ich spiele jetzt ja nicht nur noch, wenn ich aufnehme. Geht nicht mehr, nee. Ja, der Uga ist ja schon fertig, ne? Also. Nee, der Uga nicht. Nicht? Nein, die Seuche ist fertig. Uga hat noch nicht durchgespielt. Die Uga-Seuche. Etwas Silber für die Taschen. Ja, aber dann können wir die Folge ja auch an der Stelle beenden. Oh. Ja, ihr habt das Haus gut ausgeräumt, wie es aussieht. Ich bin schon mal ein bisschen vorgelaufen. Können wir beenden. Steak. Was mir auffällt... Ja, okay, beenden wir erst mal die Folge. Ich würde gerne Riesenpilze mitnehmen. Das heißt, für uns hier auch noch mal eine Pause im Stream und... Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.